Jetzt habe ich natürlich nicht auf diesen Feuerball aufgepasst. Egal, wir haben wieder mehr Leben. Ich könnte auch theoretisch hier abkürzen. War es nicht irgendwie so? Ah, wow, wow. Dass ich hier mit geducktem Sprung gekonnt irgendwie... Moment, das versuche ich jetzt mal. Irgendwie ging das. Also in großer Form. Ist allerdings halt so eine... Ja, es geht doch. Schwierige Sache. Muss ich wenigstens nicht diesen ganzen Umweg gehen. Ha, was man bei diesem Spiel nicht alles so kann. Ist schon genial. So. Auf geht's nach oben. Okay, jetzt ist mir scheißegal, ob ich mich von dich, Mistding, treffen lasse. Kommt sowieso noch eins. Aber das Ding ist auch schon weg. So, kommt noch eins? Nein. Ein drittes kommt nicht, zum Glück. Werde ich davon nochmal verschont. Na, geht da durch. Okay, wir sind schon bald beim Boss. Auf jeden Fall ist das schon mal der Weg, wo das Ei oder das Kristallei hinten liegt irgendwo. Wir dürfen ja Pidgeots, fliegenden Teppich ausleihen, borgen, klauen, um darüber zu kommen. Ah, Nachschub. Nein, doch nicht. Ich lande lieber. Ist mir im Moment lieber. Und wir haben mal wieder eine Stoppuhr. Auch wenn sie hier... Obwohl, doch. Okay. Sie scheint doch nicht so viel gebracht zu haben, aber ein Herz. Dadurch, dass ich ein paar Gegner erlöscht habe. Okay, es gibt doch ein Birdo. Oh, was? Nein, ich habe kein Ei gekriegt. Oh, so. Sehr gut. Na, was? Dummes Ei. Nein, ich habe schon wieder kein Ei. Ist doch nicht wahr. So. Okay, zwei Treffer. Und bitte weg mit dir. Na also, wir haben es geschafft. Wir sind beim Boss. Wir sind bei... Nein, wir sind bei der Scheißkrabbe. Ah, ich hasse sie. Muss man die... Ja, diese Steine muss man aufsammeln. Denn wir müssen diese Krabbe mit Steinen bewerfen. Nicht mehr mit Pilzen oder Eiern. Nein, diesmal mit Steinen. Die Krabbe auch noch selber wirft. Autsch. Und das ist gerade das Miese daran, diesen Stein auszuweichen und dann auch noch den richtigen Moment abzupassen und auf diese Krabbe drauf zu werfen. Okay. Aber ich finde, Fry Guy ist immer noch der schlimmste Boss in diesem Spiel. So, ein Treffer glaube ich noch. Ah, dann ist die Krabbe erledigt. So, und... Erinnert ein bisschen an Donkey Kong, der Kampf. Aber gut, wir haben es geschafft, Leute. Ah, Gott sei Dank, die Krabbe ist erledigt. Die muss ich nie wiedersehen, glaube ich. Na gut. Bei den Glücksspielen, na, haben wir wenigstens ein bisschen Glück. Wir sind schon bei der sechsten Welt jetzt gleich. Okay, noch einmal. Na, oh, wir kriegen nix. Okay, Leute, wir sind in Welt 6. Ich nehme nochmal Peach. Im ersten Level kann ich Peach nehmen, ja. Denn im... Nein, im zweiten Level hätte ich Peach nehmen sollen. Ja, nun ist es zu spät. Nun nehme ich Peach im ersten Level. Das erste Level ist noch recht angenehm. Was ich ja auch noch zu sagen kann, ich in Advance Remake von Super Mario Bros. 2... Gibt's auf jeden Fall in diesem Level einen tollen Trick, wie man an unendlich Leben drankommen kann. Leider spiele ich die Version jetzt nicht, dass ich so verraten kann. Auf jeden Fall müsst ihr in irgendeine Röhre gehen. Bei der Advance-Version kann man ja in jede Röhre reingehen. Was man hier auf dem NES noch nicht kann. Oder auf dem Super Nintendo. Bei Advance haben sie wirklich jede Röhre begehbar gemacht. Warum auch immer. Was ziemlich sinnlos ist. Na, hier ist gar nichts. Scheiße. Ich hätte das Ding doch weiter mitnehmen sollen. Okay, ich habe ein flammendes Problem. Auf jeden Fall, ja, gibt es in diesem Level so einen genialen Trick, dass man da wirklich an unendlich Leben kommen kann und damit keine großen Probleme mehr hat, irgendwie zu sterben. Scheiße. Die Schlange kam aus dem Hinterhalt, wer soll das denn überleben? Ah, 6-1. Okay, nun kann ich es euch ja verraten, das ist die vorletzte Welt. Ich glaube, hier muss ich rein in diese Röhre. Ja, hier bin ich richtig. Ich muss wieder einen Schlüssel suchen. Wer hätte es gedacht? Und zum Glück weiß ich ja auswendig, wo dieser Schlüssel versteckt ist. Zum Glück. Da ich ja als Kind schon sehr oft... Naja, was heißt sehr oft? Anfangs meine Probleme hatte, diesen Schlüssel überhaupt mal zu finden. Und irgendwann habe ich es halt mal auswendig drauf gehabt, wo der Schlüssel versteckt ist. Okay, rein hier. So, weg. Sehr gut, wir sind schon bei Birdo. Okay, ich darf mal wieder einen Pilz mitnehmen und diesmal ist Birdo grün geworden. Ah, Giftgrün. Na, komm, friss Pilz, nein. Ah, scheiße.
haben mal wieder einen Block-Glitch gemacht, klasse. Wörter hat mich fertig gemacht. Na gut, ich habe nur zwei Energiebalken. Ich muss das Ganze taktisch angehen. So, flieg und sieg. Irgendwie. Und besiegt. Oh. Birdo ist echt anstrengend. Und wir kriegen natürlich keinen Bonus. Warum auch? Toad, du bist an der Reihe. Denn in diesem Level brauche ich Toad, weil Toad dazu am besten geeignet ist. Und das ist mein Lieblingslevel, welches ich in der vorigen Welt schon angesprochen hatte, obwohl ich es da noch nicht erwartet habe. Yay, wir können nämlich auf Albatrosse fliegen. Über den Wolken. Hinter den Sternen. Ach, kein Plan. So. Nein, nein, das war ein dummer Fehler. Ich bin gearscht. Denn hier komme ich jetzt nicht mehr lebend weg. Sei denn, es geschieht ein Wunder. Nein, ich muss mich umbringen. Ah, ich hätte warten sollen. Was soll's. In diesem Level können wir auf jeden Fall die ganze Zeit mit diesem Albatros durchfliegen. Wir können auch, wenn wir wollen, abkürzen. Also, ohne jetzt große Umwege zu machen, indem ich auf diesen Albatros springe und dann mit diesen hier einfach bis zum Ende des Levels fliegen lasse. Natürlich muss ich aufpassen, dass mir nichts weiter passiert. Die Pflanze mache ich trotzdem mal weg. Und auf diese Mistviecher muss ich auch aufpassen. So. Gut. Ich muss nur darauf... Ja gut, hier könnte ich Pilz kriegen, aber den brauche ich nicht. Ist ja nur ein Kampf gegen Birdo, der mir ansteht. Ja. Und da ist es dann sowieso nicht groß, wichtig. Ich meine, wenn ein Boss anstehen würde, dann wäre es schon recht praktisch. Mit den Pilzen aber gegen Birdo, ich meine, da braucht man es nicht. Gut, Leute, wir sind schon am Ende des Levels. Lang lebe Trick 17. Gut. So, Angriff 1. Und es regnet Pilze. Bam. Und der letzte Treffer. Erledigt. War gar kein Problem. Wenn man weiß, wie man dieses Mistvieh bekämpft, dann ist es ein Kinderspiel. Natürlich kriegen wir wieder keinen Bonus. Und nächster Versuch. Mit zwei Leben muss ich mich noch durchschlagen, und das kann lustig werden. Ich könnte... Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt ausnahmsweise in diesen Level mal abkürzen. Moment, gibt es hier nicht noch irgendwo einen Abschnitt, wo Unkraut ist oder Gemüse wächst? Ah, denn ich will... Nein, da will ich nicht rein. Ich will Geld. Eine Münze. Okay, damit werde ich wahrscheinlich kein Glück haben, irgendwas zu gewinnen. Aber egal. So. Poké einmal verkleinern. Denn ich will nochmal zurück. Ja, Leute, ich will mich nicht in die Höhle des Löwen wagen. Ausnahmsweise bin ich mal ein bisschen feige, da ich nur noch wenige Leben habe und noch ein bisschen leben will, wenn ich das Spiel durchkriegen will. Ich habe gerade einen Scheiger in Treibsand versenkt. Und nochmal, boah, macht Spaß. Ja, nämlich wenn ich hier links gehe und geschickt hier drunter durchspringe, na, kann ich hier durch den Treibsand und auf der linken Seite sehen wir gleich eine sehr tolle Tür, durch die wir durch können. Durch die ich auch durchgehen werde. Um mir einen wirklich nervigen Weg zu ersparen. Aber das ist jetzt wirklich die Ausnahme. Das heißt, diesen normalen Weg seht ihr jetzt leider nicht. Tut mir leid, Leute, aber ich habe zu wenig Leben, um das zu riskieren. Ich könnte da jetzt nochmal runter, aber nein, das mache ich jetzt nicht. Ich kämpfe jetzt noch gegen Birdo. Und dann beenden wir dieses Level. So. Am besten mit Pilz. Okay, jetzt ist es ein bisschen riskant. Ich gehe jetzt lieber erstmal auf Nummer sicher. So, schieß Ei. Klasse. So, Attacke. Einmal noch. Sehr gut, und erledigt. Nein, doch nicht. Jetzt muss ich nur aufpassen. Kein Feuerball. Sehr gut, ich hab's geschafft. Auch wenn jetzt noch ein Herz kommt und ich das nicht mehr brauche, ich gehe jetzt hier raus. Scheiße, ich hätte es doch gebraucht. Okay, wer ist der Boss? Die Dreikopfschlange mal wieder. Und ich muss jetzt auch noch mit einem Herz besiegen. Ja, klasse. So aber nicht. Ein einziges Leben nur noch, Leute. Ja, klasse. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja. Ich werde es noch einmal versuchen. Wenn ich jetzt scheitere, ist auch egal, dann habe ich halt versagt. Ich will es trotzdem in Ehren halten. So. Okay. Ich muss kurz... So, Attacke. Puh, ein... Oh Gott. Ich hasse die Dreikopfschlange in diesem... Oh, ich habe es geschafft in diesem...
in diesem Level. Wenn ich jetzt noch heil in die Tür komme, bin ich glücklich.